Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Partie werden. Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Gucken wir mal. Sicher ein spannendes Spiel, Wolf. Sie haben sich beide einiges vorgenommen. Gnabry. Da haben die Bayern Platz. Ja, geht gut dazwischen. Gut verteidigt hier. Tolisso. Auf das Spiel heute freue ich mich besonders. Die Bayern dürften gefordert werden, Buschi. Sieht ganz danach aus. Auf dem Papier zumindest sind die Teams sehr ausgeglichen. Lukas. Jetzt die Bayern im Angriff. Naja, nicht schlecht, ne? Das ist ihnen auch gelungen. Müller macht's. Das ist so ein wichtiger, so ein wertvoller Spieler. Da haben wir es wieder gesehen. Einfach klasse. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Marquinhos jetzt. Kimpembe. Kahn hat den Ball. Diallo. PSG lauert auf die Chance. Na, 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 den Ball spielt er zum Torwart zurück. Tolisso. Na, na, na. Goretzka. Da haben wir Tolisso. Goretzka lässt sich nicht stören. Den hält er völlig ohne Probleme. Ballverlust Mbappé. Nein, du. Du Alper, du. Tolisso. Koman. Jetzt nochmal die Bayern. Da fängt er die Flanke ab. Gnabry. Tolisso. Der lässt den Gegner stehen. Jetzt vielleicht. Das ja, was machen die denn, die Penner? Das Tor zählt nicht. Nein, ja, genau. Hatte die Fahne gehoben. Ein Mann. Ja, das ist Lewandowski. Da ist die Chance. Boah. Die Idioten, du! Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball. Der Ball kommt rein. Wo schießt der denn, mein Gott? Der doof? Und jetzt Müller. Robert Lewandowski. Stark, das war's mit der Chance. Du Mistkabur, du, ey. Ja, richtig so. Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Berechtigte Gelbe gegen den FC Bayern. Absolut, Wolf. Er kann froh sein, dass er hier nicht rot sieht. Hä? Der verliert den Ball. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen, dass da gleich der nächste Treffer fällt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gnabry, gute Chance. Tor für die Bayern. Was machen die denn, die Idioten? Die können einfach nicht spielen, Alter.
Ja, sag mal was, mein Schatz. Die können einfach nicht spielen. Die Idioten. Naja, machen wir mal so, ne? Jetzt kann er kommen. Komm. Ja, du Fauler am Penner, du. Mein Gott, ey. Geh doch mal darüber. Das ist Marquinhos. Tag, 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 tag. Ey! Boah. Der FC Bayern München spielt seit der Saison 65-66 ununterbrochen in der Fußball-Bundesliga und das ausgesprochen erfolgreich. Das kann man so sagen, Wolf. Das ist jetzt eine Chance. Endstation, Torhüter. Ja, das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten. Ich kann kein Englisch, Kollege. Da muss er mehr rausmachen. Kann nur Deutsch. German. Noch schlimmer werden. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Puschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Elfmeter und Tor. Der Ball schlägt unten im Eck ein. Den kannst du als Keeper nicht halten. So schießt man Elfmeter. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. So, jetzt gehen wir mal in die Offensive, Kollege. Jetzt geht's aber los. Warte. So. Zweiter Durchgang in dieser Begegnung. PSG tut sich hier schwer. Ba 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 ba. Na 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 hier diesen Pass, weg ist der Ball. Nein, 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 nein. Oh, ey. Ja, nur. Vielleicht jetzt. Neymar. Da, der Konter. Flanke von Neymar
Mann! Abseits, Kollege. Gibt Vorteil für PSG. Ballverlust PSG. Jetzt Robert Lewa. Der Angriff könnte was werden. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Super reagiert. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Kommt jetzt die Flanke rein. Wird Abschluss geben jetzt. Wie Abschluss, Mann? Mach mal her, Ding. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gehen. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Schöner Pass jetzt. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Da ist die Flanke. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Kurz der Hinweis natürlich auf unsere Dauerkarte. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Er steht gut und hat den Ball. Und nun Ferrati. Ferrati am Ball. Di Maria. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Und Marquinhos. Ah, das könnte was werden jetzt. Florenzi. Am Ball Di Maria. Abgepfiffen. Abseits von. Fuck, ja, okay, ja. Alaba. Hast du Glück gehabt, Kollege. Und nun Alaba. Ballbesitz bei Boateng. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Jetzt nochmal die Bayern. Paredes. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Chance auf den Konter. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, schön geklärt, das war die Gefahr bereinigt. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Wartet mal kurz, Kollegas. Ja. Mika, nein. Da drinnen bleiben. Kimpembe. Ball bei Neymar. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Alaba jetzt am Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gnabry.
Lewandowski, den muss er machen. Gehalten von Navas, so gefährlich. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Die Gelegenheit für die Flanke. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Mbappé. Und es geht mit Abstoß weiter. So, es ist soweit. Der Trainer. Mein Gott. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar. Ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Vorne der Ballgewinn. Schlecht. Jetzt Lewandowski. Perfekt von Lewandowski. Die Defensive steht. Florenzi. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt wieder die Bayern. Ah, ihr Nutten, ey, lauf doch. Naja, egal. Das ist natürlich eine herbe Niederlage und das hatten sie sich logischerweise ganz anders vorgestellt. So, meine Freunde, ich bin nachher wieder da und das war nur einmal so ein kurzes, kleines Ding. Und wir sehen uns nachher wieder, okay? Wir sehen uns nachher wieder, meine Freunde. Haut drin!